RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Ist ja recht kalt hier in Schweden. Ihr könnt jetzt einen warmen Grog gebrauchen. Mit einer Extraladung Rum. Na, Lenny. Wir haben gerade mal 23:30 und du willst dir jetzt schon die harten Dinger reinhauen? Denk dran, wir haben noch viel vor. Außerdem wollen wir noch die Villa Kunterbund besuchen. Die Villa? Was? Ah, also gehen wir jetzt endlich in ein Etablissement mit Frauen. Oh, ich glaube, das wird aber nicht billig. In Prag hätten wir massig Geld sparen können. Mensch, Murat, der Alkoholkonsum hat dein Hirn echt stark mitgenommen. Sag bloß, du kennst die Pippi nicht. Und den Tommy, die Annika, den kleinen Onkel und Herr Nilsson. Also ich peile jetzt erstmal ja nichts mehr, echt. Ich versuche das jetzt einfach nochmal so zu wiederholen, okay? Ja, dann mach mal. Ich bin gespannt, was du noch so weißt. Also, in der Villa Kunderbund, da wohnt der Herr Nilsson und der hat einen kleinen Onkel, den er immer Tommy nennt. Und da schafft die Annika und pinkelt die Leute an. Boah, das ist doch echt widerlich. Auf sowas stehe ich überhaupt nicht. Oh Mann, Murat, ich werde dich jetzt mal aufklären. Die Villa Kunderbund ist das Haus, in dem die legendäre Pippi Lotta gewohnt hat. Kurz Pippi Langstrumpf oder Pippi genannt. Ihr Vater war ein Pirat und Negerkönig und hieß Ephraim Langstrumpf. Kannst du mir noch folgen? Soweit ja, Lenny. Erzähl mal weiter. Also, die Pippi hatte zwei Freunde, den Tommy und die Annika. Und die haben eine Menge Abenteuer erlebt. Und der ihr Haus, das gehen wir jetzt besuchen. Und noch was. Der Herr Nilsson ist ein kleiner Affe, der Pippi gehört. Und der kleine Onkel, das ist ein Schimmel. Ja, Lenny, alles klar. Jetzt habe ich das auch verstanden. Mensch, Lenny, wenn es da aber echt schon schimmelt, sollten wir eventuell da ja nicht erst reingehen. Ich meine, das ist ja gesundheitsschädlich. Oh Mann, Murat, was hast du ein Panorama neben dir herlaufen? Ein Schimmel ist doch ein Pferd und der kleine Onkel ist Pippis Pferd. Auf jeden Fall weiß ich, dass die im Garten einen Limonadenbaum hat. Da liegt doch wohl die Tatsache nahe, dass es da auch irgendwo einen Bierbaum gibt. Ich habe nämlich einen mordsmäßigen Durst. Ja, so ein kühles Blondes wäre echt toll. Und dazu eine Portion Hackebällchen. Lecker Kötbula und Smörebröt. Ganz genau, aber Murat, ich weiß nicht, ob wir da was zu essen bekommen. Glaub, wir suchen uns lieber eine gemütliche Kneipe. Wart mal, ich frag da vorne die Dame, wo es hier ein Gasthaus gibt. Ich mach das schon, lass mich mal Hallo sagen. Na denn mal los, Murat. Hallo, Sie da, sprechen Sie eigentlich auch Deutsch, German, Alemann? Ja, ein bisschen schon. Also, ich bin der Murat aus Germany und datten ist mein Kumpel, der Lenny. Wir suchen ein Gasthaus, eine Kneipe, eine Bar, ein Restaurant, einen Pub. Naja, irgendwas, wo man was zu trinken bekommt. Ja, hallo, ich bin Gerd und ich bin sowieso auf dem Weg in eine kleine Fixstelle. Skavifika? Entschuldigen Sie, junge Frau, wir müssen, glaube ich, weiter. Komm, Murat. Ja, ich dachte, ihr wolltet was trinken und ich habe gefragt, ob ihr mit mir einen Kaffee trinken geht. Bin eher auf dem Weg in ein Kaffeehaus in Schweden. Wir sagen Fixstelle. Kennst du das denn nicht? Mann, Sie sind aber verjammt weiblich, Gerd. Man könnte meinen, Sie sind eine Frau. Na ja, natürlich bin ich eine Frau. Gerd ist Schweden, ein beliebter Frauennamen. Boah, Murat, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich dachte, das wäre eine Transe, die uns nach Durchschauen wegen Fixstelle und so. Echt? Ist ja Hammer. Aber Lenny, wisst ihr was? Ich hab jetzt echt Durst. Wir schließen uns den Gerd an und gehen was trinken. Das ist eine geile Idee, oder? Ganz genau. Ganz genau.